Hallo, das würde ich sehen. Squirtle oder Wannabe the Boshi. Der erste Versuch klappt irgendwie nie, ne? Immer noch im Kampf gegen den Skelettkönig mit einer Bildrate, die gerade. Ah. Ich habe mich gerade schon gewundert, wieso die jetzt schon von Anfang an schlecht ist. Aber allem Anschein nach lädt da gerade wieder was im Hintergrund und ja. Wahrscheinlich wieder die übliche Update-Meldung. Ich habe mich immer noch nicht drüben gekümmert, ich Idiot. Ach ja. Tja, was soll man noch großartig sagen? Der Kampf ist bekannt und ich habe nachgesehen. Wir hocken hier mittlerweile länger dran als hieran mittlerweile länger als ein Mario. Dankeschön. Ja, wir hocken mittlerweile seit. Ich glaube, wir hocken jetzt genau 4 Folgen länger dran als an Mario. Und das ist beschämend, weil Mario eigentlich insgesamt der schwerere von beiden ist. Sag mal, geht das jetzt dann auch mal ohne, dass der Blitz wieder unregelmäßig kommt? Sag mal, geht's noch? Es ist schwer genug, so wie es ist. Danke, Spiel. Und Laptop. Und was noch alles beteiligt ist. Okay. Da ist er anscheinend nicht treffbar. Das war blöd. Ach ja, wie in der letzten Folge schon erwähnt, ich habe mir Themen überlegt, dazu kommen wir auch gleich. Ich möchte mich jetzt noch erstmal wieder ein bisschen einspielen. Ich hoffe, ihr versteht das. Dass ich hier auch wirklich, während ich über sonst was rede, noch zocken kann. Denn es bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier über alles Mögliche rede, wenn mich das dann vom Spielen wieder so sehr ablenkt, dass deswegen kein Fortschritt zustande kommt. Es ist so schon unwahrscheinlich genug, dass Fortschritt zustande kommt. Und gut, dass ich an dem Gegner hier jetzt schon länger hänge als an Mario, das hat ja hauptsächlich damit zu tun, ja, dass ich hier nicht wusste, was ich tun soll. Hätte ich gewusst, dass ich diese blaue Kreatur tatsächlich mit einem Schuss treffen muss, dann. Wow. Ein oder zwei Pixel. Hätte ich das gewusst, dann wären wir vielleicht schon weiter. Aber die kleine Kreatur, der nur, sagt ja nur Hallo. Das ist. Von meiner Seite her jetzt nicht gleich etwas, wofür ich eine Kreatur angreifen würde. Also, ich sag mal, das Spiel hat mir halt keinen Grund geliefert, diese Kreatur anzugreifen. Ich meine, letzten Endes hat diese Kreatur uns den Endgegner hier erledigt. Gut, ich meine, ich glaube, der hätte eh nicht mehr lange gehabt, nachdem er schon explodiert ist, aber trotzdem. Diese blaue Kreatur ist auf unseren Gegner hier draufgesprungen und. Das war knapp. Das nicht, aber. Ja, der Schaden halt wieder, ne? Sag mir nicht, dass ernsthaft schon wieder 5 Minuten vergangen sind. Ich kotze doch. Ich denke es mir dann immer, die Zeit vergeht so wahnsinnig schnell. Aber die Kämpfe dauern halt schon auch jedes Mal.
Gut, für den Fall, dass wir wieder durchkommen, habe ich mir jetzt was anderes überlegt. Da denke ich mir jetzt, warum habe ich eigentlich immer versucht, von dieser beweglichen Plattform aus mich runterfallen zu lassen? Das ist ja überhaupt nicht nötig. Boschi hat doch diese hübsche kleine Doppelsprungfähigkeit, mit der man, tja, einfach von der oberen Plattform runterspringen könnte. Dann im richtigen Moment die Schuss- und Sprungtaste betätigt, den Gegner trifft, auf die Plattform kommt, ohne dass sie sich bewegt hat. Ja, und sich somit effektiv rettet. Ich frage mich nur, was da bei dieser blauen Kreatur noch passiert. Ich meine, wenn wir sie angreifen, naja, dann wird sie wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, uns ebenfalls angreifen. Worauf ich jetzt offen gesagt nicht sonderlich viel Lust habe. Aber naja, das sehen wir ja dann, wenn ich endlich mal wieder durch diesen Kampf durchkomme. Dachte, die kommt nicht runter. Da hätte ich endlich mal den Stachel überlebt und dann verbock ich's. Ist aber auch ein ziemlich ungewöhnlicher Fall, wenn man es mal genau betrachtet. Dachte ich mir. Die Sprünge wurden nämlich gerade alle wieder mal blind ausgeführt, wegen einer gewissen Meldung. Aber gut, wenigstens war ich noch nicht sonderlich weit im Kampf. Ich probiere es ja immer weiter. Es ist nicht so, dass ich mich dann immer gleich, dass ich dann immer gleich schauen würde, dass ich möglichst schnell drauf gehe. Ich meine, ich hab auch trotz dieser Meldung schon mal irgendwas hingekriegt. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas habe ich hingekriegt. Ist ja auch völlig egal. Okay, genau die Hälfte. Rein optisch sieht es für mich überhaupt nicht aus, als hätte ich ihm die Hälfte abgezogen. Aber gut, das ist. Einfach nur. Es ist einfach nur optisch. Okay, die kommt blöd runter. Nein, tu das nicht. So, wow, in den ersten 10 Minuten. Okay. Bildrate geht wieder in den Keller. Ist in Ordnung. Genau so mache ich das. Genau so. Genau das ist die Taktik. Das ist für mich immer noch keine Eule, das ist für mich eine Fledermaus. Ach,
Wir spielen wieder auf der Schwierigkeitsstufe. Ach Mensch, und dann kommt noch sowas. Super. Hä? Sag gerade, als wäre ich an der Wand gestorben. Ach Gott. Und woher kommt diese kleine Kreatur, inklusive der nächsten Grafiker, wobei vom Zeichenstil her würde ich sagen, dass diese Fledermaus oder wie ihr es nanntet, Eule, aus demselben Spielstand wie dieses Skelett hier. Ach, das ist ja echt super. Es sah jetzt nicht so schwierig aus, aber der Fledermaus auszuweichen dürfte schon schwierig werden. Aber hey, wir haben Fortschritt. Super. Wir haben das nächste Geschehnis gesehen. Eigentlich gesehen, dass es nicht so tragisch ist, aber ja. Ich will den Mund mal nicht zu voll nehmen. Und wieder Reflex. So, jetzt ist gleich die Hälfte der Folge und ich habe noch nicht mal mit einem Thema angefangen. Ja, tut mir leid. Das mit dem über Themen reden ist immer so eine Sache. Das kann ich immer am ehesten dann, wenn die Geschehene halt wirklich, wenn es mir halt wirklich egal ist, und das ist es in dem Fall leider momentan nicht mehr. Es war vor einigen Folgen mal wieder so. Aber im Vergleich zu Sonic haben wir hier halt tatsächlich noch zwischendrin Fortschritt und das, ja, deswegen, weil ich halt, weil immer noch die theoretische Chance auf Fortschritt da ist, die Möglichkeit, dass sich Fortschritt einstellt, dass das tatsächlich existent ist. So erbärmlich das jetzt auch klingt, aber das bringt mich dazu, dass ich mich im Kampf halt tatsächlich wieder konzentrieren will, weil ich die Möglichkeit sehe, tatsächlich weiterzukommen. Naja, ich fange lieber trotzdem noch mal, schon mal an. Also, das erste Thema, das ich mir überlegt hatte, das kam mir letztens, als ich mir von dem Let's Player, den ich abonniert hatte, habe ein Let's Play zu einem etwas neueren Spiel angesehen habe. Und ihr wisst ja, dass ich gegenüber neueren Spielen normalerweise relativ kritisch bin. Allerdings bin ich auch jemand, der sagt, wenn man schon über neue Spiele generell immer so urteilt, sollte man sich zumindest einen gewissen Überblick verschaffen. Deswegen ich mir bei neueren Let's Plays, neueren Spielen auch Let's Plays dazu ansehe und wenn es auch nur die ersten paar Folgen sind, einfach nur um so einen gewissen Eindruck wenigstens zu haben. Weil es ein bisschen komisch wäre, sich eine Meinung zu bilden. Was zum Teufel war das denn? Sich eine Meinung zu sowas zu bilden, ohne sich wenigstens mal, ja, einen kleinen Eindruck zu verschaffen. Vorher zu verschaffen, meine ich. Und ja, während ich mir dieses Let's Play angesehen habe, kam mir so der Gedanke, warum sieht man sich Let's Plays eigentlich an? Was für Gründe gibt es, damit man sich, Let's Plays ansieht? Zu langsam, ich hätte früher springen müssen. Und ja, im Endeffekt gibt es ja eigentlich doch mehrere Gründe dafür. Am häufigsten natürlich schlichtweg die Unterhaltung. Ist ja auch nicht verkehrt, ich meine, so ein Let's Player,
zockt das Spiel ja nicht einfach nur still durch, sondern ein Let's Player, der kommentiert das auch. Und ich habe oft genug gesagt, dass in meinen Augen, dass die Let's Plays von gewöhnlichen Walkthroughs unterscheidet. Ich meine, Fehler und sowas werden auch in Walkthroughs gemacht. Ich hab ein paar Walkthroughs gesehen, in denen sich der Spieler dann an einer Stelle richtig, richtig blöd angestellt hat, das dann noch schön mit eingefügten Texten untermalt hat. Ja, war recht schön anzusehen, aber Let's Plays gefallen mir dann doch besser insgesamt. Ja, also wegen der Unterhaltung, ich kann es verstehen. Vor allem, weil man halt, ich denke mal, ich meine, es gibt ja Fernsehsender, die Videospiele mittlerweile zum Thema haben, aber auf diesen Sendern findet man halt auch wieder nur die aktuellsten Spiele und eigentlich immer wieder dieselben Themen. Zumindest erschien es mir so. Wenn ich mich da irre, korrigiert mich gerne, aber das waren also meine Eindrücke, wenn ich mir solche Sender angesehen habe. Das ist auch der Grund, warum ich sie mittlerweile nicht mehr verfolge, weil mich eben so neuere Spiele oder Spiele, bei denen Turnieren ausgetragen werden, das interessiert mich einfach nicht. Ich meine, wenn man mit den Spielen viel zu tun hat, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann interessant ist, sich in entsprechenden Sendungen dazu was anzusehen. Aber meins wäre es halt nicht. Das war verdammt knapp. Der nächste Grund, eigentlich im Prinzip genau das, was mich da auf die Thematik gebracht hat. Die Möglichkeit, sich über Let's Plays Eindrücke zu Spielen verschaffen zu können. Und nicht nur zu neueren Spielen, sondern eben auch zu älteren Spielen. Wow! Jetzt wollte mich aber unbedingt, ne? Eieiei. Du elende Ratte. Jetzt. Ja, jetzt kommt erstmal der Arm. Okay, Leute, ich mache die Thematik eventuell gleich weiter, je nachdem, wie das hier abläuft. Moment. Die Musik klingt gut. Wir sind im nächsten Level. Yeah! Wunderbar, ich weiß zwar nicht. Moment. Sind das nicht auch wieder Blöcke aus einem Wario-Teil? Auf jeden Fall gefällt mir die Musik. Die klingt echt super. Hat was. Ich habe die Musik aber auch schon mal irgendwo gehört. Aber wir sind endlich durch. Das war ja wirklich okay. Gut. Ich weiß nicht. Da kommt doch jetzt irgendwas, oder? Ach, das ist eine. Hä? Moment. Kleiner Moment. Sekunde, die sind solide, ne? Ach komm, die paar Sprünge ist kein Problem. Wegen den paar Sprüngen lasse ich mir keine grauen Haare wachsen. Das ist ja Kinderkram. Oh, die Welt gefällt mir jetzt schon. Ist die gut. Ist das
das ein riesen Stachel oder was ist das? Was war das da drüben schon? Das sind auf jeden Fall Mega Man 4 Grafiken da drüben. Das da. Wo ich gerade drauf schieße. Die Engel, da kenne ich nicht. Auf jeden Fall war der Speierpunkt hier gerade wieder sehr gnädig. So, das ist einfach nur ein Hintergrund. Alles klar. Da drüben ist der. Okay. Warum ist da drüben? Ach so, da drüben ist dann schon. Da wartet schon der Boss. Das heißt, wir gehen wieder so eine riesen Runde außen rum, nehme ich an. Ach ja. Jetzt bin ich wieder völlig aus meinem Thema raus. Danke, Spiel. Mensch. Wieso gibst du mir Fortschritt? Nur damit ich wieder die Klappe hatte. Ja, kenne ich schon, ne? Ah. Da muss ich hin. Na, ihr Engelchen, werdet ihr mich töten? So, wieso richten die ihre Röcke auf mich? Ach, Moment mal, das ist doch eine Dame aus Toho, ne? Ja. Dachte ich mir doch, das ist doch eine der Toho-Damen. Ich weiß zwar gerade nicht, wie sie heißt, aber... Nee, weiß ich leider gerade wirklich nicht. Toho, muss ich sagen, habe ich mich leider bisher noch nie so wirklich damit beschäftigt. Okay, das muss ich jetzt erstmal verstehen. Ach Gott, aber die Thematik muss ich schon noch weiterführen. Also das zweite war, wie gesagt, sich Eindrücke verschaffen. Mache ich, wie gesagt, auch sehr gerne, gerade weil ich bei neuen Spielen grundsätzlich sehr skeptisch bin und mir da gerne einen Eindruck verschaffe. Okay. Ah. Die Variante also. Okay. Sollen wir die armen, freundlichen Damen, die mich aus irgendeinem Grund töten, indem ich ihren Rock berühre, die soll ich alle erschießen? Na gut, Spiel, wenn du meinst. Bin mir nur bei der Mittleren nicht ganz sicher, was ich da machen soll. Naja, spätestens nach dieser Folge weiß ich ja, wie diese... Oh Gott, wie... Dass mir das gerade nicht aufgefallen ist. Wir spielen nach 40 Bildern pro Sekunde. 40 Bilder. Halbwegs konstante 40 Bilder. Keine 20 oder 16 mehr. Ist das schön. Okay, ab nächster Folge tun wir auch die Tonqualität wieder ein bisschen höher. Ich meine, wir haben sonst auch immer auf 30 Bildern gespielt. Oh. Das macht mich gerade froh. Okay, die alle abzuknallen könnte echt schwierig werden. Wie nennt man diese Folge? Ach, das muss irgendwas mit dem Tod des Skelettkönigs zu tun haben. Ansonsten würde ich sagen Todesröcke oder so. Was ist momentan mit mir los? Keine Ahnung, ich habe einfach eine gute Laune, weil wir im nächsten Gebiet sind. Und wenn ich mich nicht täusche, haben wir mittlerweile Halbzeit, oder? Und ich bin mit dem Thema wieder nicht weitergekommen. Ich hasse mich. Ah, das mit dem Thema entsprechend ist immer so eine Sache, weil genau dann sowas passiert und dann komme ich nicht zu. Dann komme ich nicht zu Rande. Müsste viel, viel. Das wäre fast. Wäre es fast gewesen. Wir gehen aber auch nur in einem gewissen Radius, ne? Also. Woran bin ich denn jetzt gestorben? Ich habe die doch alle erledigt. Ach so, hat es mich jetzt doch quasi zerquetscht. Kleinen Moment, ich muss mich mal kurz sammeln wegen der Thematik von vorhin, damit wir das noch halbwegs fertig kriegen. Also,
Unterhaltung, informieren und ja, wegen dem Informieren, ich denke mal, das ist halt da nicht nur in Sachen neuen Spielen interessant, sondern eben auch, wenn man so ältere Spiele, die man selber gerne gespielt hat, wenn man die sich ansehen kann. Ich denke mal, ist ganz interessant, dann anderen Leuten dabei zuzuschauen, wobei ja generell, was jetzt auch wieder zum ersten Punkt gehören könnte, aber generell denke ich mal, sieht man heutzutage so als Zocker gerne auch mal anderen Zockern beim Zocken zu. Als Zocker sieht man andere Zockern gerne beim Zocken zu, ist doch schön. Vorher hatte ich noch einen dritten Punkt, wo ist der jetzt hin? Super, ja, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, wenn ich gerade nicht aufnehme in der Freizeit mal die Zeit finde, dann gehe ich solche Themen, über die ich reden möchte, also wenn ich Themen sammle, gehe ich die gerne so ein bisschen schon vorher durch. Hey, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich glaube, das mache ich jetzt wirklich so, ich zerlege die eine nach der anderen. So, die andere jetzt, wenn ich mich auf die andere Seite stelle, die ganz links kann mir eigentlich ziemlich egal sein. Ach, da sind Arten. Ich würde gerne sagen, dass es mich überrascht, aber dem ist nicht so. Nee, dem ist nicht so. Mich wundert es nur so ein bisschen, dass ich da drüben nicht weiter kann, dass es gar nicht weitergeht. Ah, na, dann können wir uns die Todesrock-Überschrift für die nächste Folge aufheben. Ich glaube, dass wir es nicht mehr in 2 Minuten schaffen, hier durchzukommen. Aber das macht ja nichts, das macht ja nichts. Vor allem kann ich jetzt, nachdem dieses Drama mit der Bildrate endlich ein Ende gefunden hat, kann ich die Qualität hochdrehen und kann halt auch wieder direkt nacheinander aufnehmen, ohne Angst haben zu müssen, dass mein Laptop wieder komplett einbricht. Und das ist halt einfach sehr gut, weil so Viertelstunde, 20 Minuten für jede Folge erstmal warten müssen. Das ist einfach ekelhaft und nimmt die Freude am gesamten Aufnehmen. Was einfach nicht sein muss. Oh, ich krieg euch schon. Weil ich muss euch ja alle. Ah. Ich bin zu ungeduldig. Ich bin zu ungeduldig. Ach ja. Aber wenn ich nur sagen könnte, wo die Musik herstammt, die ist super. Die Grafiken, das eine ist Mega Man, das andere sieht so ein bisschen aus wie aus Wario. Ja, das eine ist doch auch aus Wario. Ich könnte jetzt nicht sagen, aus welchem Wario Land Spiel genau, aber so soll das funktionieren. Stimmt ja eigentlich. Bin ich blöd. So, jetzt haben wir die eine. Da war aber noch eine zweite. Wenn ich jetzt gerade nur noch wüsste, wo die sich befunden hat. Na komm, ich muss die Folge beenden, also ein Versuch auf gut Glück. Wenn wir es schaffen. Wow, 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 wow. Das war unschön. Thank you.
Gut ausgetrickst, gut ausgetrickst. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge und mit neuer Motivation machen wir an der Stelle in der nächsten Folge weiter. Ich bin Xi, das war's von der Wannabe The Boshi. Für heute, bis dann, Leute. Ciao.